Jetzt trifft bei uns auch Vietnam auf Berliner Schnauze. Seine Eltern kamen als Boat People nach Deutschland. Er ist der erste deutsche Stand-up-Comedian mit vietnamesischen Wurzeln. Auf der Bühne spielt er mit Asien-Klischees äußerst erfolgreich. Hier ist Comedy-Senkrechtstarter Tutti Tran. Der hat eigentlich davon geträumt, in der deutschen Fußballnationalelf zu spielen, weil er, Zitat, in seiner Jugend extrem geil Fußball gespielt hat. Also, Zitat, er selbst. Bescheiden. Der Zug ist leider abgefahren, würde ich jetzt mal so behaupten, wer weiß. Aber du hast ja dafür was anderes geschafft. Mehr und mehr Menschen begeistern sich für dein Comedy-Talent. Tutti Tran ist bei uns. Herzlich willkommen. Ja. Schade mit dem Fußball. Ja, woran lag es am Ende? Woran hat es gelegen? Ja. Genau. Nee, ich war gut. Ich war mal der Letzte, der dann geschickt wurde, wenn gar nichts mehr ging. 10-0 ist egal. Schickt Tutti nach vorne, der rennt den Ball hinterher. Ja. Und genau. Nee, mein Vater hätte sich wirklich sehr gefreut. Das war sein ganz großer Traum. Ne? Der hat immer schön die Nase, also mir selber alles vorgehalten. So, weißt du, ich hab spät schick, ich müde. Ich bin so müde, aber ich dachte, du Profi-Footman. Ich sage, ja, Vater, aber ist ja nicht so einfach, wa? Alle anderen Kinder haben ja auch Talent. Und spätestens in der Jugend solltest du eigentlich mal so ein Sportinternat. Ja, ich mag, komm, Anmeldung. Ich sage, nee, ist nicht so einfach, Vater. Doch, ich kann bezahlen, vielleicht dann nimm mein Geld. Ich sage, nee, Vater, ist gut, komm, lass was anderes machen. Ist egal. Jetzt macht er Comedy und man merkt es vielleicht schon, seine vietnamesische Herkunft spielt eine große Rolle in der Comedy, die er macht. Du bezeichnest dich selbst als Deutscher gefangen in dem Körper eines Vietnamesen. Wie dürfen wir das interpretieren? Und brauchst du Hilfe? Ja, bisher noch nicht. Klappt ganz gut. Also ich weiß, wie man sich auf Vietnamesisch mit Älteren und Jüngeren unterhält, artikuliert, wie man sich am Tisch benimmt. Ne? Reis aufessen, ganz wichtig. Mhm. Aber ich bin halt so sehr, sehr weltoffen deutsch aufgewachsen. Berlin, Neukölln groß geworden mit meinen türkischen Freunden in der Fußballnationalmannschaft. Wir lassen es genauso stehen. Ja. Ja. In meiner Welt war ich ganz kurz mal da. Und genau, da bin ich halt tatsächlich sehr, sehr deutsch groß geworden. Ich meine, wenn du jeden Tag zum Training und zum Punktspiel Schlager hörst, dann bringst du es irgendwann deinem Vater bei und dann singst du irgendwann mit dem zusammen Schlager. Das ist Hammer. Es sind wirklich viele Geschichten, die du mit deinem Vater erlebt hast, aber auch viele andere Erfahrungen, die du im Laufe deines Lebens und vielleicht sogar insbesondere im Aufwachsen gemacht hast in Berlin-Neukölln und eben nicht so aussahst wie der Ur-Bio-Deutsche. Wie war deine Schulzeit? Was hast du da erlebt, was du heute in deine Comedy bringst? Also ich bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich tatsächlich also komplett multikulturell in Deutschland, in Neukölln groß geworden bin. Und bin auch sehr froh darüber, dass ich mit 4 Jahren bereits in einer klassischen, schönen deutschen Fußballmannschaft, Berlin-Rudo, ja, Grüße gehen raus, hi, Trainer, da bin ich, ja, ich hab's geschafft, Riverboat. So, genau. Dementsprechend kenne ich halt beide Seiten, weißt du? Und dann kannst du dich auch so mit einfügen in die Gesellschaft und dann kannst du dementsprechend auch dann im Nachhinein Witze darüber machen. Das ist toll. Was waren die Klischees, die dir besonders viel begegnet sind, die dann heute auf der Bühne nochmal stattfinden? Zu meiner Person als Vietnamese oder was? Mhm. Ob ich mit meinen Augen was sehe? Oh, nein. Manchmal komme ich echt so in diesen Punkt, wo ich weiß nicht, ich bin... wie war das? Nee, also ich find's ja generell wichtig und das ist auch meine Message als Stand-Up-Comedian auf der Bühne so, also nimm dich nicht für ernst. Es ist alles gut, also es gibt Klischees, die werden bedient und die sind dazu da, um darüber etwas mal ein bisschen zu machen. Wenn die Leute mich fragen, so Tutti, findest du es eigentlich schlimm, dass man zu dir Schlitzauge sagt, sage ich, nee, sehe ich nicht so eng. Also immer locker bleiben, immer ein bisschen etwas durch die Hose atmen. Ach so, jetzt habe ich ihn verstanden. Genau, der das war dann in meiner Show die letzte Reihe, die kurz nochmal erklärt, ja, das war dann, genau. aber... Hast du auch schon, weiß ich nicht, als 11-, 12-Jähriger, wo man ja vielleicht dann doch noch ein bisschen empfindlicher ist, da auch schon so das so locker genommen? Nee, damals habe ich gar nicht verstanden. Also natürlich, wenn du multikulturell aufwächst, dann war es voll egal, woher du bist oder wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst. Aber dann in der Jugend kam dann so die Frage und dann kamen auch so Sachen wie Xing Shang Shong, Chinesen im Karton. Ne? Das wurde dann, ja, genau. Heute denke ich mir so, ja, die haben Frachter. Anderes Thema. Auf jeden Fall, also du lernst auch damit umzugehen. Und deswegen mache ich Comedy, weil ich einfach auf der Bühne mich frei fühle. Und ich finde, der Alltag teilweise ist ja schon sehr, sehr grau und wir sollten uns mal ein bisschen zurücklehnen und einfach mal über die kleinen Dinge mal lachen. Ja, ist immer gut.
Nun muss man aber natürlich festhalten, diese Witze, die du machst, die sind ja nur witzig, weil du sie machst. Wenn ich diese Witze über dich machen würde, wäre das alles andere als lustig, aus meiner Sicht jedenfalls. Bekommst du manchmal diese Rückmeldungen in letzter Zeit, dass die Leute sagen, das ist so Witze über Nationalitäten, das ist nicht mehr zeitgemäß? Ja, klar. Also ich bekomme immer mal wieder, also Comedy ist ja breites Spektrum. Also der eine mag es, der andere mag es nicht. Und der Kuchen ist groß genug für alle. Wenn du nicht zu mir willst, dann geh halt zu Bernhard. Das ist kein Problem. also, das ist ja der Gegensatz. Und umgekehrt. Oder umgekehrt. Ja, der genau. Nachwuchs. Aber wir haben zum Beispiel vorhin uns kennengelernt und sehr schnell verstanden, weil Tutti hat in der Gastronomie bei seinen Eltern gearbeitet. Ja. Und der große Vorteil der Gastronomie ist, dass eigentlich Menschen aus aller Herren Länder zusammenkommen. Und du machst dich immer über das lustig, was du beim anderen siehst und nicht hast. Und es gibt ja immer diese Nummer, du sagst was und du meinst etwas so. Und da geht es gar nicht ums Meinen, sondern du frotzelst dich einfach den ganzen Tag. Und da muss man natürlich aber auch nicht nur austeilen, sondern einstecken können. Richtig. Und dann geht das ganz gut. Also genau. Bei uns ging das vorhin gleich direkt. Ja, die standen da. Und mit Herrn Hohecker noch dabei, zu dritt. Ja. Die hat uns angefeuert. Stopp. Ich habe mitgeschrieben. Geht der auf die Bühne jetzt gemeinsam, ja? Sehr gut. Bleiben wir doch vielleicht gleich mal bei den Eltern und dem Restaurant. Deine Eltern sind in den 70er Jahren aus Vietnam gekommen, haben dann hier auch ein Restaurant eröffnet. Was sind so die Geschichten, die du im Laufe deines Aufwachsens mit deinen Eltern erlebt hast, die dir heute dann so viel Material bieten? Also mein Vater ist lustiger, als er glaubt. Ja, nee, ist wirklich so. Also allein, also wir müssen mal darüber sprechen. Der Akzent ist lustig, so wie er ist. Ne? Und wir lachen meinen Vater nicht aus, sondern wir lachen mit ihm. So. Und das ist einfach nur geil. Da ist er, schön, ja, genau. Wie man sieht, habe ich die Augen von ihm. So, nein. Bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, der merkt das ja nicht, wie die Geschichte auf dem Markt mit 5 Kilo Tittenfick. Also der merkt das selber nicht. Der ist in seiner eigenen Welt und wundert sich so, ne? Ja, warum guckt ihr denn so komisch? Ne? Tittenfick ist so lecker, ne? Frittiert? Hammer, der Hammer. Und auch wenn wir im Restaurant immer unsere Stammkunden begrüßt haben und er dann gerne mal aus seinem Kabuff, aus der Küche rauskommt, aus seiner Komfortzone und die Gäste vor Ort dann begrüßt, ne? Was hinken? Ja? Und teilweise auch vom Organ her etwas lauter, als andere sich unterhalten möchten. Ne? Hallo, ja, alle klar, ja, was hinken? Ja, mach mir noch mal einen Schwarztee. Okay, Schwanntee, ich mach dir Schwanntee. Nee, bitte keinen Schwanntee, bitte nicht. Mach einfach den Schwarztee, Papa, ne? Weil ich habe schon wieder Kopfkino. Was macht der hinter der Theke? Was ist ein Schwanntee, Leute? Ja? Viel Spaß mit diesem Bild. Hält dein Papa das gut aus, dass er da dann herhalten muss für deine Witze? Oder? Nee, der kommt ja teilweise zu mir. Und ich hab sagt noch einen so, für dich. Nee, der sagt so, du Ludwig, okay, ja. Nektermann, du Max Show. Ich hab neue für dich. Nee, Vater, jetzt, also, was los? Ja, und dann kommt der stammelt ja immer so, ne? Und wenn ich dann zuhöre und respektvoll anschaue und nicke, glaubt er dann manchmal, weil ich nichts sage, dass ich ihn nicht verstanden habe. Und dann wird er lauter. Das macht aber die Aussprache nicht besser. Ja, ich war die einkaufen. Ich sag, cool. Ja, die hat mich gefragt, warum so, das wegen. Ich sag, und weiter? Fertig. Ja, ist ein Lacher. Was soll ich damit machen? Na, hast du ja gerade. Ja, gut, aber ist doch super. Nee, aber der ist stolz wie Bolle. Ich wollte es gerade fragen. Guckt der die Programme und... Der war tatsächlich auch mal live in meiner Show. Und ich wusste ganz genau, dass er dann immer gesagt hat, ja, das bin ich. Also der liebt das. Das ist schön. Wie schön. Das ist schön. Gibt er dann immer Autogramme auch? Ja, ja. Gibt Autogramme, ja. Er ist der wahre Star. Ja, ja. Eigentlich ist sein Vater der wahre Star. Wir waren mal bei Aldi an der Kasse. Und da dachte ich halt, wie man halt so ein bisschen rumkommt als Newcomer-Comedian, wird man nochmal erkannt, wa? Hat die Kassiererin gekickt. Ich so, ja. Ich weiß, ne? Ja, und ich so, und? Wollen Sie mal kurz irgendwie ein Foto oder so? Nee, aber mit Ihrem Vater sehr gerne. Ja, gerne. Papa, Foto? Nein, keine. Hat nicht da. Dann nicht. Ja. Nee, der liebt das. Das ist toll. Stimmt es, dass du dich für deinen Vornamen schämst? Welchen denn? Den echten, den im Pass. Welchen meint ihr? Sag mal ruhig. Ich finde den nämlich nicht so dramatisch. Ich glaube, er hat ihn vergessen. Ja, mein richtiger Name ist tatsächlich Thomas. Wie man sieht, passt er wie Arsch auf Eimer. Ja, genau. Hallo Thomas. Nee, meine Eltern waren halt wirklich sehr dankbar, dass Deutschland damals die Arme aufgemacht hat. Und dementsprechend dachten die sich so, ne? Den ersten Jungen, den geben wir erstmal einen schönen deutschen Namen.
Und ich dann so, danke, Elterns. Ne? War schön. Ich hab wirklich auch die Geschichte mal gehört und ich habe meinen Vater mal gefragt, so, was war denn damals los? War der etwas übermotiviert mit der Integration? Also wie genau? Ja, und da hat meine Mama dann im Nachhinein erzählt, wirklich so, dass die Hebamme reinkam. Ne? Und dann hat sie ein Buch mitgebracht mit Namen. Mhm. Aber sie hat schon die Seite T aufgerissen und hat schon auf Thomas gezeigt. Ach so, die Hebamme hat dich genau benannt. Das ist ein schöner Name. Thomas der Große. Ich kann mir nur vorstellen, wie meine Eltern da mit mir auf dem Arm, weißt du? Ja. Okay, ja. Ja, Thomas, okay. Schon mitgenommen dann, ja, Thomas, ja, okay. Also so, genauso kann ich es mir 1:1, wahrscheinlich ist es genauso passiert. Also du hast jetzt noch einen Schwiegervater sozusagen dazu, zukünftigen, geheiratet wurde ich noch nicht. Ich gebe mir noch Mühe. Du kannst ja gerne hier einen Antrag machen, wenn du möchtest, deiner Laura, aber noch ist es nicht so weit. Und den Witz machst du nicht, ist, der kann auch kein Deutsch. Genau, meine zukünftigen Schwiegereltern kommen aus Dresden. Und sagt er, nicht sagt ich. Er. Nicht ich. Nicht ich. Nee, das ist der Hammer. Also die haben sich ja natürlich auch schon kennengelernt und es gab auch schon ein paar Kocheskapaden. Also es ist der Hammer. Und dann unterhalten sich beide. Und normalerweise kennst du es von den Vietnamesen, wenn du halt, weiß ich nicht, als Frau vielleicht ins Nagelstudio gehst oder Blumen kaufst oder in ein vietnamesisches Restaurant oder steht China-Imbiss, ist ein Vietnameser, wir sind überall. Und dann bist du dir nicht sicher, hat er mich verstanden? So. Und ich kann euch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr Essen bestellt, bestellt keine Extrawünsche, die verstehen euch nicht. Das ist, da kommt irgendwas anderes bei raus, kriegst einen Döner, ist egal. So, und dann fängt der Vietnamese immer an zu nicken. Und du denkst als Deutscher, ja, der hat mich verstanden. Aber das ist unsere Reaktion, wenn, ja, okay, ja, ja, ja. Ist ja, eigentlich, ja. Nein. Und mein zukünftiger Schwiegervater genau dasselbe. Mein Vater erzählt, ja, super. Und dann erzählt er irgendwas, ja, auf Sächsisch mit seinem schönen Dialekt. Und mein Vater, ja, okay, ja, okay. Ja. Wir waren jetzt auch tatsächlich vor ungefähr 2 Monaten gemeinsam in Dresden, weil die Eltern meiner Freundin gerne auch mal so diese kulinarische vietnamesische Küche original vom Papa mal erlernen wollten. Es war ein super schöner Tag. Wir waren am Essen, waren am Wein trinken, am Anstoßen. Und dann hat der Papa meiner Freundin meinen Vater angeschaut und gefragt, ob Philipp, ja, ist der Name meines Vaters. Ja. Mama Bettina, genau, jetzt haben wir es. So, Thomas, Bettina, Philipp, genau. Ja, klasse. Und da hat er gefragt, Philipp, spielst Klavier? Hat auf Klavier gezeigt. Mein Vater, ja. Ja, spielst Klavier, willst du mal was vorspielen? Da guckt mein Vater mich an, fragt auch vietnamesisch, kann ich Klavier spielen? Ich sage, nein, kannst du nicht. Tut dir dran. Ja. Danke, dass du heute hier bist. Danke.